Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ja, heute spiele ich mal mit Magdalene. Komm, wir spielen mal mit Magdalene. Haben schon das Yamhart bekommen, wie man es vielleicht gerade gehört hat. Es wurde ein Wunsch. Da fängt es ja schon mal ganz gut an. Ich will die eigentlich ausschießen, die sind ein bisschen gefährlich. Es kam schon direkt ein... Alter, ich krieg das Teil da hinten nicht. Ein Wunsch in die Kommentare. Und zwar sollte ich über Flüchtlinge in Deutschland sprechen. Ja, was gibt's da zu erzählen? Ich wollte natürlich... Eigentlich habe ich Angst gehabt, dass diese Frage gestellt wird in meinen Kommentaren. Denn ich habe nicht viel zu sagen, außer einfach, lass die doch einfach reinkommen, solange es nicht zu viele sind. Ich habe ja schon gehört, irgendwie, keine Ahnung, dass die meisten der ganzen... Scheiße, jetzt stehe ich hier mitten rum. So, ja, ich musste kurz auf mein Handy glotzen, ja. Alter, das reicht mir jetzt hier. Was ist das denn? Ach, mehr Damage, okay, Cricket's Head. Ach, hatte ich das nicht schon mal im letzten Run gehabt, oder war das mein privaten? Ich weiß gerade gar nicht. Also wie ich halt zu der Flüchtlingslage jetzt gerade stehe, ist ganz einfach... Mich interessiert das nicht, lass sie doch kommen. Also solange halt, also ich persönlich arbeite ja sozusagen noch nicht. Ich weiß nicht, wie sich das mit der Arbeit noch verhält. Ich habe da schon oft Gerüchte. Nein, ich habe da schon oft gehört, so keine Ahnung, dass sich viele, die vor allem arbeiten, darüber aufregen, dass man irgendwie, also dass die halt ackern für ja, für vor allem Rente und so. Dass sie da extrem ackern und so weiter und dass sie irgendwie die Flüchtlinge, keine Ahnung, 80% der Steuern bezahlen müssen etc. Keine Ahnung, was ich da alles gehört habe. Auf Facebook wird ja oft darüber gesprochen, wenn sie dann irgendwie, die meisten dann sich irgendwie dagegen aufgestellt haben, wollen sich dagegen wehren und so. Und ich finde ganz ehrlich, ey Leute, lasst euch, ist doch eigentlich scheißegal. Also... Wie schon gesagt, ich kann mich halt jetzt nicht in eine hineinversetzen bei einem, in eine Lage des Arbeitnehmers. Aber ich jetzt persönlich als Schüler selber denke, ey, ganz ehrlich, ist doch egal, stellt euch mal vor, ihr seid in dieser Situation. Stellt euch mal vor, hier in Deutschland gäbe es Krieg, ja. Oder keine Ahnung, also meistens, also die Flüchtlinge sind ja halt die entweder politisch verfolgten Menschen. Aus ihrem Land oder halt wirklich welche, die in ihrem eigenen Land in Lebensgefahr stecken. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet in dieser Situation. Ich glaube, ihr würdet auch ziemlich gerne die Unterstützung anderer Menschen, oh, Alter, fast dagegen gelaufen, ihr würdet die Unterstützung anderer Menschen ziemlich gerne nehmen. Und deswegen finde ich das immer ziemlich unnötig, wenn da jemand, Alter, ist das eine geile Kiste gewesen. Deswegen finde ich das immer ziemlich unnötig, wenn, ich vergesse immer, dass diese Stacheldinger hier sind, wenn dann irgendwelche Leute angelaufen kommen und sagen, hey, ich finde das gerade gar nicht in Ordnung, dass ihr Flüchtlinge jetzt hier in Deutschland herumlatscht. Ich muss immer zwischendurch mal auf mein iPad gehen. Da habe ich gerade ein Update, das ich herunterlade und ich muss dafür sorgen, dass das auch wirklich gerade gemacht wird, denn ich habe manchmal irgendwie so das Problem, dass das immer wieder abstürzt, weil meine Internetleitung anscheinend so scheiße. Na gut, die ist halt ziemlich scheiße, aber dass sie halt so grotzig ist, dass die nicht ausreicht, um dieses Update runterzumachen. Das stützt die ganze Zeit ab und meint dann so herum zu zicken. Hier gibt es eine Bombe anscheinend, sogar zwei. Hier ist ja auch ein blauer Stein, dann würde ich den direkt mitnehmen. So, also, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass jetzt einer unter euch ist, der irgendwie anderer Meinung ist. Dann sollte er das vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wieso er dagegen ist oder was halt dagegen spricht in seiner Richtlinie. Also, wie gesagt, ich sag immer wieder, ey, stell dich mal vor, ihr werdet in dieser Situation, dass ihr verfolgt werden werdet, in eurem eigenen Land, wo ihr eigentlich sicher sein solltet, ja, also, dass ihr halt die, also nicht, muss ja nicht verfolgt sein, aber in Lebensgefahr halt steckt, dann wollt ihr ja auch die Unterstützung nehmen, so dass ihr irgendwo hinflüchten könnt, wo ihr in Sicherheit dann seid, ja. Also ich kann natürlich verstehen, dann kommen vielleicht manche Schüler so angelaufen, ja, dann kommen mehr Kanaken auf unsere Schule oder in unsere, in unser Land rein und so, ja, und die nerven doch eh nur herum und machen eh nur Scheiße, okay. Aber nicht alle sind so, ich muss ganz ehrlich zugeben, es gibt viele, zum Beispiel auch vor allem auf unserer Schule, ja, wir haben so eine Partnerschule, so eine Nachbarschule, muss man ja mehr oder weniger sagen. Da habe ich auch eine schlechte Erfahrung von solchen gemacht. Ich weiß doch ganz genau die Situation. Da weiß ich noch, dass, also wir haben halt einen Schulkiosk. Ich denke mal, das sollte so gut wie jeder haben. Noch mehr Damage ab, Alter. Wir haben jetzt richtig Damage. Alter, was ist hier los mit dem Update? Kannst du das auch mal machen, ohne rumzuzicken hier, ganz ehrlich?
verdammt, du bist fast fertig mit dem Download. Also es sind 1,2 Gigabyte und der ist jetzt gerade bei 960 Megabyte. Und der meint jetzt die ganze Zeit abstürzen zu müssen. Ja, also, weil ich gerade noch stehen geblieben mache, ja, wie schon. Alter, wie geil. Bible. Na, das würde ich noch. Ich nehme Yamhard lieber. Ich nehme auch immer direkt TD hier mit. Kann man noch. Nee, kann man nicht speichern. Okay, schade. Da habe ich das dann so gehabt, dass hier im Kiosk halt war, im Schulkiosk. Mit meinem Kumpel. Wollten wir uns da was holen. Es ist so bescheuert. Und dann sage ich so, also man sagt, man, also ich denke mal, das kennt so gut wie jeder. Dann neckt man sich so ein bisschen mit seinem Kumpel. Wer macht das nicht, ganz ehrlich, ja? Und dann sage ich so zu meinem Kumpel, boah, bist du eigentlich blöd, ne? Weil er halt sein Geld vergessen hat in seiner Tasche. Und sage ich so, boah, bist du eigentlich blöd. Auf einmal steht neben mir so ein kleinerer, also ich will jetzt echt nicht diskriminierend wirken, ja, also wirklich. Es kann natürlich auch sein, hier, klar, das war einfach nur so ein ja, ich habe ihn sozusagen in falschen Situationen halt erwischt. Ja, ich will auch nicht sagen, dass es immer die, keine Ahnung, Türken sind oder Kanaken, wie man sie auch manchmal nennt, oder Russen oder so. Bei Russen hatte ich gar keine schlimme Erfahrungen mitgemacht. Vor allem, ich habe einen Russe als besten Freund, ja. Das ist der Daniel, der hier mal im Bloody Platin drin war. Das ist mein bester Freund, also mit mein bester Freund. Der Update, dieser fucking Update ist schon wieder abgestürzt, aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie ablenken lassen. Wobei doch, eigentlich schon. Neustarten. Das gibt es echt nicht, ey. Es ist so eine Qual gerade. Ich überlege, nee, will ich nicht aufspringen. Aber dann gab es halt die Situation, dass du gesagt hast, boah, bist du eigentlich blöd? Auf einmal steht neben mir so ein ganz kleiner, ich würde echt sagen, es ist fünfte Klasse gewesen. Da war ich in der achten Klasse. Man merkt mir auch relativ an, dass ich in der achten Klasse bin. Ohne jetzt abgehoben zu klingen oder so. Und dass der dann einfach so zu mir herkam, ohne Scheiß, ich verarsche ich nicht. Ja, ich habe dann, als ich nur so gesehen habe, wie er mich angeglotzt hat, der hat mir ohne Scheiß, der hat mir an mein T-Shirt gezogen dann, ja. Hat mich so zu sich hergezogen, hat so gesagt, ich weiß nicht mehr seine ganz genauen Worte, er hat auf jeden Fall gesagt, ey, wenn du noch einmal so einen Scheiß erzählst, ja, ich verarsche euch nicht, hat er so gesagt, ja, dann verprügel ich dich. Denke ich mir nur so, ey, Junge, ne, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich meine gar nicht dich, ich meine den da. Also habe ich so auch meinen Kumpel halt gezeigt, ne. Dann sind wir natürlich weggegangen. Oh, Basement Boy Achievement, okay, alles klar. Evil Up. Oh, haben wir, ich wollte gerade sagen, ja, noch Bomben dazu bekommen. Und Deal with the Devil. Was haben wir denn hier? Guppy's Paw? Ich weiß gar nicht, was das macht. Doch, das macht die roten Hard-Container zu Balls of Steel, also zu dem blauen. Was war das nochmal? Ich glaube, War of Babylon. Aber ich bin mir nicht sicher. War das War of Babylon? Ich merke mir die einfach nicht. Also Guppy's Paw will ich eigentlich nicht haben. Nee, Spirit of the Night, Scary. Ah, habe ich jetzt die Spectral Tears? Ja, habe ich. Und ich kann fliegen. Okay, alles klar. Gibt es da noch einen Raum? Ja, ich kann den Geheimraum suchen. Also dann kam er so, haben halt so gesagt, hey, wenn du noch einmal sowas sagst, ich verprügel dich. Und ich dachte mir so, ey, Junge, chill mal ein bisschen, ja, ich meine gar nicht dich, ich meine den da vorne. Und dann sagte er so, egal, Mann, merk dir meine Worte. Okay, alles klar. Und weil halt, ich möchte mich nicht mit, ja, Türken, muss man ja eigentlich sagen, es geht ja das Klischee, was ich relativ, was ist denn hier los mit dem scheiß Update? Was, ey, jetzt mal ehrlich. Verdammt noch Scheiße nochmal, das muss doch mal funktionieren. Das gibt's nicht. Jetzt läuft jede Minute stürzt das ab, ey. In solchen Schritten komme ich überhaupt nicht mehr voran. Wo war ich nochmal beim Thema hier? Ich bin ja gerade ein bisschen abgedriftet. Ich bin eh vom Thema Flüchtlinge so ein bisschen abgedriftet. Jetzt kommt ein bisschen Real Talk noch dazwischen gesetzt. Konsole Roh hat sich vor allem das Thema gewünscht, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, wer sich das gewünscht hat. Denn, ja, wenn er mir schon so ein Thema in die Kommentare schreibt, dann sollte ich den ja auch vielleicht auch dafür eine Anerkennung geben. Also der Konsole Roh hat mir halt geschrieben, ich soll über Flüchtlinge reden. Was war ein Missing Page? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt in meiner App nachschauen, aber ich habe keine Lust dazu. Ich möchte das nicht. Ich lasse es jetzt einfach auf mich wirken. Keine Ahnung, ob es jetzt was Schlechtes war. Kann ja eigentlich nichts Schlechtes sein, oder? Wobei die Zecke wäre zum Beispiel was Schlechtes. Schlüssel gehe ich oben direkt rein. Wobei, nein! Ah, ich habe ja noch den Itemraum besucht. War natürlich ein bisschen blöd. Ich nehme natürlich das hier mit. Das ist ziemlich gut in sich, wo ich die ganzen Räume hier befinden. Alter, jetzt mal ehrlich.
Dieses Update-Scheiß, ne? So ein Ranz ist das. Ach, ich kann mich jetzt hier nicht bei denen so ranstellen. Da können sie mich nicht treffen. Ja, hier kannst du mich nicht treffen. Oder beide können mich hier nicht treffen. Und kommen wir nochmal zur Geschichte halt zurück. Dann habe ich mir einfach nur so gedacht, ey, bevor der jetzt gleich noch, wie gesagt, das Klischee geht halt immer so rum, ja, dass die dann, keine Ahnung, eine Familie aus 30 Mann halt besitzen, ja. Die haben, also ich habe so das Gefühl, die haben irgendwie so einen Peilsender oder so in ihren Körper eingepflanzt oder, keine Ahnung, wird vererbt oder so von den Eltern. Weißt du, der eine wird irgendwie von irgendjemandem leicht angemacht oder so, auf einmal steht die halbe Nachbarschaft oder so vor mir, das ist total schlimm. Ohne jetzt, wie gesagt, diskriminierend oder so zu sein, aber es ist einfach die Wahrheit, zumindest jetzt in meinem Fall, ja. Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit auch gemacht. Jetzt ehrlich, ich habe nichts gegen Türken, ich habe auch einen Türken als Kumpel, ja. Ich habe ziemlich viele Ausländer als Kumpel. Und deswegen, also, ne, meine ich jetzt nicht irgendwie diskriminierend oder so. Und dann will ich halt lieber, bevor der jetzt gleich noch seine halbe, ja gut, 30 Mann ist wahrscheinlich nur seine Geschwister, sind wahrscheinlich nur seine Geschwister oder so, keine Ahnung. Ja, bevor er die alle noch holt, sage ich dann ganz einfach, okay, sorry und tschüss. Ja, einfach nur, keine Ahnung. Einfach ganz ruhig, sorry, tschüss. Ja, damit er sich nicht irgendwie noch mehr aufregt, dass er nicht seine Familie noch gleich holt. Also, ne, da sagt man dann immer einfach lieber. Ja, und bei Flüchtlingen ist es aber so, ey, die haben dir nichts getan. Oh nee, das nehme ich nicht mit. Da habe ich keinen Bock zu. Das sind die, die Tränen, die bleiben halt hier dann. Ich müsste es euch eigentlich zeigen. Ach komm. Okay. Hier. Ne, die werden dann so in der Welt gespawnt, dann kann man die Schusstaste loslassen und fliegen sie halt alle gemeinsam weg. Und ich finde das einfach. Ich finde das scheiße. Und ich werde jetzt spammen. Sodass ich, die nicht so entstehen lasse, sondern dass ich die einfach jetzt spammen. Ich weiß nicht. Ich mag das Item einfach nicht. Ich könnte natürlich damit irgendwie, also beim Gegner oder so, also beim Boss könnte ich die ganz gut eigentlich einsetzen. Wo haben wir denn jetzt hier? Ich glaube, der Geheimraum ist sogar direkt hier oben. Ne, wobei, da kann es eigentlich nicht sein. Dann ist es wahrscheinlich hier an der Seite. Jo, hier kann das sein. Da ist wahrscheinlich der Geheimraum. Ich hatte natürlich recht. Was heißt natürlich? Ach, ich habe wieder vergessen, dass ich ja diese Tiers da habe. Möchte ich dich in die Luft sprengen? Ja, komm, vielleicht kriegen wir noch ein paar Pennies raus. Natürlich kriegen wir zwei Spinnen daraus. Das Spiel mag uns anscheinend nicht. Oh, Update ist noch nicht abgestürzt. Das folgt gleich, das sage ich dir. Ne, also, um nochmal Flüchtlinge zurückzukommen. Es gab ja auch noch die Geschichte in Heidenau. Wer es noch nicht mitbekommen hat, dort gibt es ja die ganzen Typen oder Frauen, keine Ahnung, alle Mann, ja okay, bei Gertie kann ich das jetzt schlecht einsetzen, glaube ich, wobei, man kann sich so eine Linie erstellen, wenn er dann so lang, genau, wenn er dann so lang gerutscht kommt oder so, kann man die abfeuern. Alter, nee. Ich habe das gar nicht eingesetzt. Scheiße, ich kam auf den, wie kann man aus Versehen auf die Leertaste kommen? Scheiße, ich bin da wieder gegen gelaufen, ey, so schlecht, aber die Devil nochmal, und hier, was macht das? Shot Speeddown. Achso, damit sie langsamer fliegen, aber ich kann richtig viel erstellen jetzt. Aber was haben wir hier drin? Ah, okay. Oh! Alter, ich hab mich voll erschrocken, weil ich mich... Alter, willst du mich verarschen? Kannst du mir auch mal ein bisschen was Gutes geben? Danke, wenigstens eine. In Heidenau, ne? Da ist ja die Angela Merkel gewesen. Ja, was haben die da gemacht, die Menschen in Heidenau? Also ehrlich, würde ich dort in Heidenau... Okay, ich habe mir das wahrscheinlich nicht getraut, weil wahrscheinlich die Leute halt... mehr oder weniger wahrscheinlich zusammenhalten und ich da wahrscheinlich keine Chance hätte, aber ehrlich, würde ich das können, ich hätte den allesamt wirklich so eine Schelle verpasst. Entschuldigung, da musste ich kurz rülpsen. Oh Mann, ich musste rülpsen, das war mein Todesurteil. Na, Todesurteil, klar. Hallo, mach mal den Kopf hoch da. Okay, perfekt. Was ist denn in Heidenau passiert? Angela Merkel hat es dort besucht, hat die Stadt dort besucht, oder kann man das Dörflein nennen, ich denke mal mehr oder weniger Stadt. Und dann waren da Menschen, die halt dagegen demonstriert haben, gegen Angela Merkel und was sie halt gerade in ihrer Politik halt macht, ja, in ihrer Führungskraft. Wobei man halt, wie gesagt, nicht alles an Angela Merkel rauslassen kann, selbst wenn ich ihre Entscheidungen selber auch manchmal ziemlich dämlich finde. Ich bekomme auch selber als Schüler ziemlich viel mit, was in der Politik abgeht. Nicht nur, weil meine Eltern das gerne schauen und sich dann irgendwie, keine Ahnung, beim Essen oder so darüber die Kehle ausschreien. Nein, sondern, keine Ahnung, ich bin halt auch viel auf Facebook unterwegs, was sowas angeht. Und, ja, keine Ahnung, es gehört mehr oder weniger mit zur Allgemeinbildung, würde ich sagen.
Und habe mich dann, habe mir das dann mal so angeschaut, wie das in Heidenau so aussah. Und dann sind da so Menschen, die sich dann an solchen Ständen rangestellt haben, die bewacht sind mit Securities. Und zigtausende Menschen schreien Angela Merkel an, nennen sie Schlampe etc. Und zwar wollen diese, diese Menschen, wobei es sind ja keine richtigen Menschen, man kann sie schon als Tiere bezeichnen, ey, wie sie da auf Angela Merkel losgegangen sind. Weißt du, die hauen da so Beleidigungen und Sonstiges auf Angela Merkel raus. Und zwar wegen dem Grund, dass Angela Merkel eine Landesverräterin ist. Die, es ist so bescheuert, schon alleine die Vorstellung, Angela Merkel als Landesverräterin da abzustempeln, das reicht ja nicht. Nein, die haben außerdem dann noch, die haben sich dann sozusagen, ja gut, das kann ich hier einsetzen, bringt gar nichts. Die haben sich dagegen eingestellt, dass sie anscheinend verhaftet werden sollen. Die sind dann da ohne Scheiß an diesen Ständen da gewesen und haben geschrien, wir werden dich verhaften wegen des Landesverrats. Das ist, ey, wirklich, würde ich das können, ich würde da echt durch zu jedem Menschen, der dort war, also wirklich einfach nur hingehen und denen eine Schelle geben. Wirklich so, also mehr Dummheit kann echt nicht sein. Na gut, es gibt natürlich viel mehr Szenen, die natürlich viel mehr Dummheit ausgelöst haben, aber das sind natürlich dann auch wieder andere Dinge, über die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Es gibt schon oft Sachen, die wir als Menschen ziemlich behindert gemacht haben. Oh, ich brauche gar keinen Schlüssel verwenden. Aber da unten habe ich natürlich einen Schlüssel und hier einen Schlüssel-Mannequin, aber dem werde ich keinen Schlüssel geben, denn ich brauche die selber, deswegen werde ich ihn wegsprengen. Boah, der gibt mir aber richtig hier aus. Alter, richtige Auszahlung hier, richtiger Scheich. Was war ich nochmal gerade? Ah, fast reingelaufen. Ist das nicht Telepathie vor Dummies oder so? Ja. Was macht es? Genau, hier, wir haben jetzt solche Telepathie-Shots. Also wir können so die verfolgenden Gegner. Habe ich jetzt eingesetzt, ob ich das hier nicht in dem Run nicht nochmal bekomme. Plus, dass ich das in meiner Itemliste habe. Und ich gehe mal direkt in den Shop rein. Und da kriegen wir Greed. Hallo Greed, na, wie geht es dir? Und da sehe ich schon den blauen Stein. Das ist natürlich super, dass wir dort einen blauen Stein haben. Den werde ich gleich mal zerschießen. Und seit wann kann der durch Steine schießen? Hat er mich gerade durch den Stein abgeschossen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es sah dann raus. Okay, gib mir halt diese zwei Herzen. Habe ich hier noch einen? Ich denke nicht. Gut, dann können wir ja direkt zum Raum da vorne hingehen, zum Bossraum. Genau, und die wollten halt Angela Merkel fürs Landesverrat verhaften, ganz ehrlich. Also dümmer kann es echt nicht gehen. Boah, wirklich. Also wirklich, Dummheit wird meistens angeboren. Zumindest bei Kevins, aber. Also jetzt mal ehrlich, ich kenne echt. Also es kann natürlich sein, dass jetzt einer von euren, also von meinen Zuschauern jetzt Kevin heißt. Keine Ahnung, kann natürlich gut sein, aber. Dann belehr mich des Besseren, aber ich kenne ich habe in meinem Leben nicht einen einzigen normalen Kevin kennengelernt. Also wirklich, ich weiß nicht. Nicht einen einzigen. Und ganz ehrlich, wer nennt seinen Sohn jetzt noch Kevin? So, dann nennen wir uns das hier mal Demon Wings. Haben wir das jetzt nur die Flügel gebracht? Ja, ich will mal hoffen, dass es mir auch mehr gebracht hat. Da unten gibt es noch einen Raum, das klären kann. Dann wollen wir da mal direkt vorbeischrettern. Ey, dieser Update-Scheiß, ne? Ich weiß nicht, was ich da noch genau zu Flüchtlingen sagen kann. Also mehr fällt mir jetzt nicht ein, was ich über Flüchtlinge halt jetzt noch erzählen könnte. Also an den lieben Consolero, der das auch vorgeschlagen hat. Natürlich auch an die anderen. Fast reingelaufen, ey. Falls ihr dann noch irgendwelche Statements oder sonstiges zum Thema Flüchtlinge habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, weil mehr wird mir jetzt nicht einfallen, weil ich setze mich halt auch nicht allzu sehr mit dieser ganzen Flüchtlingsszene auseinander. Das ist das Einzige, was ich so mitbekomme und was ich so richtig dämlich finde. Also solange halt die Flüchtlinge, mein Gott, muss ich irgendwie schon einen Satz, kriege ich schon nicht mehr hin zu Form hier. Solange die Flüchtlinge jetzt irgendwie nichts an mich verändern, so dass jetzt zum Beispiel, also es gab ja mal irgendwelche Gerüchte, dass halt, es gibt ja viele, wie nennt man das ja, zu vermietende Wohnungen halt. Es gibt, oh, Alter, ich vergesse immer wieder, dass es diese scheiß Brimstone-Viecher sind. Alter, die erschrecken mich immer aufs Neue. Was haben wir hier? Full Health. Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht, aber jetzt weiß ich zumindest, wenn ich die nächste Pille aufsammle, dass es eine Full Health Pille ist. Oh shit, das sind die Dinger, die erst kaputt gehen, wenn ich den Gegner hier aus dem Raum clear.
Danke. Wo war ich noch stehen gelacht? Solange ich jetzt keine Nachteile oder so daraus ziehe, blockieren die sich da gerade gegenseitig. Solange ich da jetzt selber keine Nachteile rausziehe, also zumindest mir sind keine Nachteile bekannt. Also, wie heißt hier, wo wollte ich noch gerade anfangen? Ja, genau. Es gibt ja viele Menschen, die haben Häuser, die sie vermieden wollen, oder Wohnungen, die sie vermieden, weil es halt denen gehört. Und die wollen halt ein bisschen, weil sie die Wohnung halt nicht brauchen oder das Haus nicht brauchen, wollen sie halt ein bisschen Geld an der Kasse reinbringen. So. Und dann gibt es halt viele Gerüchte, die so gesagt haben, dass halt viele dieser Häuser oder Wohnungen zwangsenteignet werden, dafür, dass Flüchtlinge dort Platz finden können. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, weil es wäre halt, wie gesagt, eine Zwangsenteignung. Das könnten sie ja eigentlich nicht machen. Denke ich zumindest. Also ich finde ganz ehrlich, so eine Zwangsenteignung für so etwas. Ich denke mal nicht, dass es erlaubt ist, dass sie sowas machen können. Wobei, es ist eigentlich der Staat bzw. die Gemeinde. Ich weiß nicht ganz genau, wer das regelt, auf welcher Basis. Kann sein, dass es die Bundesebene ist. Kenne mich da jetzt nicht allzu sehr damit aus. Bin nicht allzu sehr vertieft mit dieser ganzen Politik-Sache. Jedoch denke ich, dass das eigentlich nicht in Ordnung geht, wenn man für so etwas zwangsenteignet wird. Also ich weiß jetzt nicht, also wie ich dazu stehe, ist ganz einfach. Also wenn das wirklich so durchgesetzt wird, wenn wirklich kein Platz für die gefunden wird, also dann ist das echt schon krass. Und das sollte auch, dagegen sollte man dann demonstrieren. Dann demonstriert man wenigstens gegen etwas Vernünftiges und nicht so etwas wie Angela Merkel mit Landesverrat, was total dämlich ist. Oh, die Mams Hand ist hier. Hört man dann diesen Uhahaha. Ja, dann wollen wir die mal direkt zerstören. So. Joker, was hat mir das nochmal gemacht? Aha! Interesting, okay. Was war das denn? Oh, es teleportiert mich sogar direkt wieder hier rein. Oh, ich dachte gerade, jetzt kommen da wieder Spinnen raus oder was, aber wir haben ja drei Spinnen zugekommen. Okay, das war ziemlich scheiße, dieser Deal. Dann nehme ich Death No Match, gehen wir hier rein. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist es nicht. Genau, he wants to take your life. Der sammelt Herzen auf und gibt mir dann Seelenherzen. Boah, was ein geiler Deal. Wie viele Bomben? Alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach, euch habe ich ja richtig lieb. Ja. Oh, fast reingelaufen, den meinen, ne? Alter, wie viele? Was ist das denn? Was hat denn das jetzt gemacht? Hä? Habt ihr das gesehen? Okay, interessant. Keine Ahnung, wahrscheinlich war es die Missing Page, weil ich habe nichts anderes, was mir jetzt diesen Effekt rauswirken könnte. Keine Ahnung, ob das jetzt auch richtig gesagt wird. Ach, ist ja auch scheißegal. Ihr wisst, was ich meine. Noch eine Bombe, ja. Ich habe ja noch nicht genug. Gehen wir mal hier rein. Was ist das für ein, was ist das für ein Kabel? Was ist das denn für ein Stromkabel? Lassen wir den mal explodieren. Komm, gib mir was Gutes. Duh! Die Spinnen sind nicht das, was ich will. Hey, ich laufe wieder fast in den rein. So, dann sammeln wir das mal auf. Charge with blood. Okay, keine Ahnung, was es ist. Und spenden jetzt hier mal. Und verstecken uns hier vielleicht mal hinter der Donation-Maschine. Okay, das haben wir jetzt nicht wirklich viel gebraucht. Nehmen wir uns mal die Pille. I can see forever. Cool. Ja, jetzt können wir natürlich sehen, wo der Geheimraum ist. Zack. Ah. Hey, die will ich da hochschießen, oh Mann. Hätte ich keine Bombe, wobei ich habe genug Bomben. Ja, also wie gesagt, solange ich jetzt halt keinen Nachteil daraus ziehe, dass jetzt die Flüchtlinge in unser Land hier reinkommen, das habe ich eigentlich da nichts dagegen. Ganz ehrlich, ich bin noch ein Kind. In solchen Situationen sollte ich mich eigentlich nicht, eigentlich keine Sorgen machen. Normalerweise müsste ich halt vor sowas relativ gesichert werden. Ja. Das habe ich bekommen. Achso, Spinnen. Also eigentlich, ich denke mal nicht, dass ich da jetzt mir so wirklich viel Sorgen machen soll. Vor allem jetzt auch noch in meinem Kindesalter, ganz ehrlich. Ich denke mal, nee, ich, Alter, der konnte weit schießen. Also ich denke mal nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Nachteile oder sonstiges daraus ziehe. Oh, dann gehen wir mal direkt zum Boss. The Gate, gegen den habe ich noch nie gespielt. Was macht eigentlich Death? Ach, es macht ihm nur so ganz wenig Schaden. Was macht denn der Gate? Weiß ja gar nicht, was der macht. Oi. Ach, hier ist ein Monster, habe ich gar nicht gesehen. Ach, noch eins. Hallo, ich sehe euch gar nicht. Könnt ihr euch mal zeigen oder so? Hä, da ist ja noch eins. Hä? Ich sehe die immer nicht. Die spawnt ja, glaube ich, direkt auf mich manchmal. Hä? Digga! Chill! Chill mal! Hallo! Ist... Ey! Ist in Ordnung! Nein! Ich will dich jetzt einfach nur besiegen. Nein! Nein! Wie schießt denn der sein Brimstone? Was ist das denn? Alter, leck mich am Arsch. Jetzt gib mir da oben Seelenherzen. Ja, danke. Und the bell speed up. Oh, gut, wir sind echt träge. Uiuiui, holla die Waldfee. Sind ja hier dieselben Traits, oder? Ja, sind sie noch. Gut, dann gehe ich mal direkt in die nächste Ebene, oder? Jo. Alter, jetzt habe ich so viel Leben verloren. Das ist nicht gut, ey. Das ist echt nicht gut. Was haben wir denn hier? Das sah gerade irgendwie komisch aus, oben am Bild. So, was ist denn das für ein Ding? Bah, habe ich noch nie gespielt gehabt.
Hallo, kommt er jetzt hierher? Hallo. Alter Schwert. Ui! Ey, was bist du denn für ein Viech? Ey, du machst mir voll Angst. Ich hab keine Ahnung, wo du spawnst immer. Das ist das Problem, dass ich gerade mit dir. Natürlich. Ich hoffe, ich krieg einen Shop mit irgendwie Seelenherzen oder so. Ja, man merkt schon, das war echt doof mit den Devil Deals, die ich dann genommen habe. Das war echt dämlich. Ja, und ich habe eigentlich genug Geld, um mir gleich vielleicht mal was aus dem Shop holen zu können. Oh, nee. Nein! Och, Mann, bin ich dämlich. Der Brimstone war vielleicht für eine halbe Sekunde noch aktiv. Und ich raste da direkt rein, ey. Boah, ich habe so wenig Herzen. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren hier. Boah, ich könnte mich eigentlich ranstellen, oder nicht? Hier kommen die eh nicht ran. Weil Stacheln wollen sie natürlich meiden, ne? Stacheln macht auch den Schaden. Schon? Wams, kommen die da überhaupt hin? Relativ. Hey, hör mal auf da. Mal auf. So, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, denke ich. Okay, das ist ja in Ordnung. Das geht ja in Ordnung. Da haben wir jetzt da oben auf jeden Fall noch ein Herz. Wei, Bum Friend, ich möchte lieber Seelenherzen haben. Als diese normalen Herzen. Ich nehme ja lieber so ein HP-Upgrade sozusagen. Ach, ich könnte ja auch einfach so eine Linie machen, der frisst sich da sozusagen rein. Wäre nicht schlecht. Also kann man es natürlich bei Chubb dann zum Beispiel einfach machen. Gut, dann gibt mir natürlich gar nichts. Aber Bum Friend? Ah ne, Bum Friend war ja der Typ, stimmt, dieser, der Geld einsammelt und mir was gibt. Stimmt, das war noch Bum Friend. Das war Dark Friend hier, den ich habe, glaube ich. Gib Full Health. Okay, das ist gut. Ja, setze ich das hier mal direkt ein. Gib mir jetzt ganz viel. Oh, das ist 2. Boah, hier sogar 3. Alter, raste nicht aus, mein Lieber. So, und das benutze ich jetzt gleich, weil ich werde jetzt hier kurz nochmal so zack machen und Full Health einsetzen und wieder zack machen und nochmal zack machen und nochmal zack machen. Okay, wir kriegen nicht Bloodback. Das ist natürlich schade. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Was haben wir hier für ein Item? Was ist das für ein Item? Summon Bombs. Okay, zack, setze ich ein und gehe sofort aus dem Raum raus. Okay, kann ich nicht. Great. Okay. Und weg hier. Bevor ich mir noch irgendwie selber Schaden mache. Gut, dann springe ich dich hier einfach mal in die Luft, weil ich weiß nicht, ich habe zu wenig Herzen, um sowas riskieren zu können. Aber ich kriege nochmal direkt ein Herz. Nimm mich aber lieber mit. Oh, Update ist noch nicht abgebrochen. Das kann ja gar nicht sein. Das muss ein Fehler sein. Nee, ist echt noch nicht abgebrochen. Leck mir am Arsch. Oh ja, ihr könnt ja schießen. Oh ja. Das habe ich wieder vergessen. Vergessen. So, zack. Ist das hier Red Patch? Ach, das kenne ich. Nimm mich mit. Wobei, das hat mir ja manchmal den Arsch gerettet. Zack. Was haben wir hier? Natürlich nur Geld. Und natürlich ein halbes Herz. Na, du willst mir nichts geben? Okay, alles klar. Kann ich verstehen. Ich gebe dir auch viel zu wenig. Na, Günther hat er mir jetzt gerade ja 4. Och, nee. Die Hand ist wieder hier. Hallo, na? Ach, da ist ja noch eine zweite, ja. Wie man sehen kann, die nimmt ein. Macht natürlich ein Herzschaden, ist ja gar nicht OP. Und kickt einem wieder zum Start. Na los, komm her. Das sind sogar 3. 4. Alter, ist ja in Ordnung. Wo spawnt ihr da? Gut. Ist das. Na, boah, bin ich dämlich. Nämlich. Ah, ich habe Kane geunlockt. Ah, weil ich, für Kane braucht man 55 Münzen und ich habe jetzt 66. Was? Nein! Alter, das ist ja mein absoluter das ist ja. Was ist das denn? Damage Reduction? Was ist denn das für ein Item? Och, da ist Update auch schon wieder abgestürzt. Aber hier gehe ich auf jeden Fall rein. Ich habe genug Münzen und jetzt könnt ihr da erwarten, dass ich jetzt hier die ganze Zeit rumgamble. Das könnt ihr jetzt erwarten. Ich habe über 60 Münzen. Okay, jetzt habe ich Münzen 60, aber ihr könnt jetzt nicht von mir erwarten, dass ich das jetzt hier einfach stehen lasse. Ja, was habe ich da bekommen? Ach, eine Fliege habe ich bekommen. 2 sogar? Was? Nee, ist nur eine. Ich dachte gerade. Alter, hallo, ganz ruhig. Wie viel habe ich denn hier bekommen? Full Health. Okay, kann ich da oben gleich ersetzen. Ach, Bad Guess. Okay, dann wollen wir mal hier. Zack. Zack. Schade. Full Health. Und weiter. Da ist explodiert. Ach, schade. Wir kriegen nicht das Bloodbank, sondern Portable Bloodbank. Das ist einfach Leertaste und dann kannst du halt genau dasselbe machen wie diese Maschine da. So, einfach wieder ranstellen und weitermachen. Ja, ich habe genug Kohle. Wir haben auch die Zeit. Ich mache jetzt ganz easy hier einfach mal. Oh, Schwarzherzog. Geil.
Ich sammle jetzt hier ein paar Gegenstände, die ich vielleicht ganz gut benutzen kann, ja. Heißt nicht, dass ich die gut benutzen kann, aber ich denke mal, da kommt schon was ganz Gutes raus. Vielleicht noch eine Fliege. Habe ich noch mehr Protection? Willst du mal aufsammeln? Dankeschön. Oh, eine Pille. I can see forever. Setze ich gerne ein. Jetzt sehe ich, wo die Geheimräume sind. Ja, so langsam müsste ich auch mal aufhören, ne? Ich glaube mal, so langsam wird es auch ein bisschen langweilig. Oh, geil. Danke für den Seelenherz. Dafür ist es auch zum Beispiel ganz gut, wenn wir diese Herzendinger bald bekommen. Oh, shit. Da ist eine Fliege gespawnt, oder nicht? Hä? Ich habe gerade... Hä? Normalerweise... Ach, egal. Kommen wir noch ein. Ah, bis 30 möchte ich halt machen, also... Zack. Jo, perfekt. Und dann werde ich dich jetzt mal explodieren lassen. So, gut. Ach, scheiße, jetzt habe ich es aufgesammelt. Oh, mein Gott. Ich wollte eigentlich, dass mein kleiner Knilch da aufsammelt. Mein lieber, Dark Friend heißt er, glaube ich. Der sollte das aufsammeln, damit er vielleicht ein Seelenherz halt gibt. So, sammel das auf, gib ein Seelenherz. Schade. Was? Die machen ziemlich interessante Geräusche. Sammel das auf, gib mal ein schönes. Danke. Und hier rein. Ach, boom, ja. Müsste ich eigentlich kaufen, damit ich das halt, wie gesagt, meine Itemliste habe. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Bombe hier platziert, leert das und explodiert sofort. Mehr macht das eigentlich nicht. Kann ich das auch freischalten? Ach, schade. Sonst hätte ich das genommen für meinen Dark Bomb. Hier, sammel auf. Und gib mir jetzt was Schönes. Jawohl. Oh, sogar zwei, ey. Was ist los mit dir? Waren es nicht sogar? Nee, es waren sogar nur zwei. So, zack, nehme ich auch direkt mit und lass ihn jetzt auch nochmal tüten. Zwei Münzen, ja gut. Ich habe auch nichts Besseres bekommen als Spinnen, ein Herz und Münzen. Mehr habe ich bei dem nie rausbekommen. Aber vielleicht gibt es ja so eine kleine Chance, dass man was Geiles bekommt. Zum Beispiel ein Item oder so. Ich weiß es nicht. Joker, das war ja zum Devil Room. Das setze ich gleich ein. Hier, wenn ich hier reingegangen bin. Okay, haben wir sogar zwei... Full Health waren das. Na gut, kann ich jetzt nicht mehr gut benutzen. Ich setze Joker gleich ein. Ich suche jetzt noch nach den Super... Nee, das war, glaube ich, der Super Geheimraum. Und jetzt suche ich nach dem... Da, da ist der ganz normale Geheimraum. Mit noch mehr Münzen. Und mit noch einem Typen, den ich in die Luft sprengen kann. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn ich irgendwie 20 Stück von denen oder so in die Luft gesprengt habe, dann kriege ich noch ein Achievement oder so ein neues Item unlocked. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon haben oder so, aber... Oh, Update. So, jetzt setze ich das mal ein. Zack, nehme ich sofort mit. Und wir haben Azazel freigeschaltet. Eigentlich habe ich das nur deswegen eingesammelt. Und wenn man halt vielleicht die Chance halt hat, neues Leben zu bekommen. Wir haben jetzt nur ein rotes Herz. Das ist natürlich ein bisschen risky, aber wir haben ja genug Seelenherzen und schwarze Herzen. Also es gibt halt eine Chance. Ach, das ist ja schon direkt Marmor. Da wusste ich ja noch gar nicht. Aber wir machen ja genug Schaden eigentlich. Es gibt dann halt so die kleine Strategie. Ich warte genau. Scheiße, ich wollte eigentlich, dass ich warte, bis die da halt rauskommt. Dass ich dann halt diese ganzen Tränen da weghau. Gut, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ach, natürlich. Ich muss ein bisschen darauf achten, wo die jetzt runterkommt. Das wäre natürlich geil, das jetzt live hier im Video Mom zu besiegen. Das wäre... Oh, scheiße. Ach, wir können ja noch zu Moms Hart. Wir haben ja schon Mutter besiegt. Also jetzt zwar nicht im Video, aber ich habe euch das ja im letzten Part eingefügt. Oh shit. Habe ich das ja im letzten Part eingefügt, weil ich hatte das ja in meinem Run gemacht, wo ja meine meine Stimme nicht aufgenommen worden ist. Ich hab sie gleich, Hab sie. Jawohl. Mutter ist besiegt. Moms Underwear noch bekommen, also Range Up. Gut, ob das jetzt so nötig ist. Gut, dann gib mir noch ein schwarzes Herz. Und ich gehe jetzt direkt in The Womp. Und jetzt kann ich euch sagen, jetzt kommt der Moment, wo ich so richtig verkacken werde. Denn The Womp, dort sind die meisten Regionen dort. Also die meisten Räume, die ganz normalen Räume. Oder Utero, ja mein Gott. The Womp oder Utero. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich einen Unterschied gibt. Die meisten Räume sind Bossräume. Genau, hier seht ihr zum Beispiel The Hollow. War, glaube ich, sein Name, soweit ich mich daran erinnern kann. Aber wir machen ja richtig viel Schaden. Das ist ja das... Oh, nee, da bin ich wieder zurück. Oh, gut, das ist ja kein Boss, drin war, sondern nur... Die können hier nicht manchmal sogar was droppen, die die Roten. Ich kann mich erinnern, dass manche davon auch was droppen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das so war, aber ich glaube da... Oi, 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 oi. Eieieiei, schießen ja diese Kugeln auf mich. Das ist natürlich super. Es wäre natürlich ziemlich nice, wenn ich jetzt noch Moms Heart killen könnte.
Deswegen erwartet jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt wieder im Laufen, klar, dass ich jetzt hier die ganze Zeit... Ach, Flatworm, was war das nochmal? Ach ja, diese komischen... ich nehme das lieber mit. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber haben wir schon manchmal eine Arschkarte, denke ich mal. Ey, wenn dieses Kack-Update jetzt nicht mal... Wenn ich mal Ruhe geben würde. Ich starte die App neu. Gute Idee. Weil die App kann man ohne... ohne sich zu fürchten, sozusagen, kann man neu starten. Was ist ein Raum mit nichts? Auch nicht schlecht. Kann man ruhig neu starten. Update bleibt halt immer dasselbe. Ist ja schon das, die Hälfte ist ja so circa schon installiert, beziehungsweise schon jetzt drei Viertel am Ende. Was ist das denn? Ach, ich erinnere mich an die Teile aus Wrath of the Lamb. Oh, was ist das denn für ein Ding? Dieses fliegende Teil, was kann der denn? Was ist das denn für ein ekelhafter Flunder? Ne, was ist das? Eine Kaulquappe oder so. Ach, diese Masks, ne? Da gibt's ja so einen Boss. So einen Mask-Boss. Gibt's denn eigentlich hier auch in Rebirth, würde mich mal interessieren? Wenn ja, dann hoffe ich mir, dass ich den hier im Let's Play niemals sehen werde. Denn, The Mask war bei Wrath of the Lamb meiner Meinung nach der schlimmste Gegner überhaupt. Und ich hasse euch. Weil ihr schießt so richtig hässlich. Oh ja, ihr schießt richtig scheiße. Ich glaube, mir hat gerade meine Fliege den Arsch gerettet. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Also wie gesagt, erwartet jetzt nicht von mir, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie sonst immer laber, wie sonst, warte, ja. Ich will mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich meine, wir sind jetzt weit gekommen. Ich selber habe noch niemals hart besiegt. Also in Wrath of the Lamb schon. Ich habe das ja halt auch nicht so richtig gesuchtet. Ich habe da Wrath of the Lamb auch nur einmal Isaac gekillt. Und das war's dann auch. Wo ist der letzte? Ach da, nee, hä? Doch da. Gut. Dann sammeln wir mal die Kiste hier auf. Schlüssel, gut, ist jetzt nicht allzu nützlich. Vielleicht kriege ich da was raus. Ich kann mich erinnern, dass man da manchmal was rausbekommen hat. Wirklich. Kann natürlich sein, dass ich jetzt an total falschen Stellen suche und so. Aber es gab da welche, die konntest du... da konntest du echt Sachen rausbekommen. Ich glaube, das waren meist Herzen oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Gehe ich mal hier rein. Also, worum es jetzt eigentlich nur noch ankommt, ist wirklich nur noch den Bossraum zu finden. Denn hier gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sammeln. Balls of Steel, perfekt. Wir haben nur Glück mit den Pillen gerade. Das ist auch sehr gut so. Das waren diese Laserdinger, ja klar. Ich erinnere mich noch an euch. Ach, hier sammeln wir mal auf und geben wahrscheinlich noch ein Herz. Jawohl, perfekt. Und wir haben die Herzchen. Was seid ihr denn? Igitt? Bah, was seid ihr denn für Viecher? Igitt. Ekelhaft. Münzen, ja gut. Ich glaube, hier gab es welche raus. Waren es die hier zufällig? Die sehen ja so komisch aus. Ich habe keine Ahnung. Es gab wirklich welche, die konntest du explodieren lassen. Hier irgendwo in The Womb. Ey, dieses Update. Ich reiß mein iPad gleich auseinander. Hier, sammel auf. Gib mir irgendwas Feines. Jawohl, perfekt, mein Liebster. Dark Bum, du bist mir gerade eine ziemlich große Hilfe. Und mir fällt auf, die haben relativ viel Leben. Kann das sein? Diese Dinger hier? Kann das sein, dass die relativ viel Leben haben? Die halten auf jeden Fall mehr aus als sonst. So, und jetzt geht es einfach nur darum, hier rein. Loki, sogar diese Form. Was macht der? Eieieiei. Okay, jetzt konzentriere ich mich halt ein bisschen. Ich will einen von denen noch besiegen. So einer wäre halt schon ziemlich cool. Dann brauche ich mich nur noch auf einen einzigen konzentrieren. Okay, perfekt. Der andere sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Ich meine, wir haben wirklich krassen Damage, den wir austeilen. Kriegen wir nicht sogar ein Achievement dafür, dass wir Loki, irgendwie Lokis Horns oder so, dass wir Loki zum allerersten Mal töten? Ich weiß nicht. Ja, genau, hier Lokis Horns. Da war ja was. Magic Mushroom, all stats up. Perfekt, sammel das auf. Gib mir am besten noch ein Herz. Jawohl, ach, kann ich ja gar nicht. Oh, zwei hätte mir sogar gegeben. Was gibt's hier? Puh, cursed. Ah, nee, bringt mir eigentlich nichts. Schade. So ein Damage-Upgrade wäre halt cool gewesen. Gut, dann ab ins nächste Level. Hier könnten wir dann Mom's Heart besiegen. Boah, ich bin so weit. Ich war in Rebirth noch nie so weit. Nämlich, gib. Alter, krass. I can see forever, Schlüssel, zack. Alles, was man sich vorstellen kann. Was ist das hier? Joker auch noch. Da will ich rein. Oh. Ich könnte da runtergehen und Satan besiegen. Ich besieg Satan nicht. Ich will Mom's Heart besiegen. Ich besieg Satan nicht. Nein, ich nehme Satan nicht an. Was haben wir denn hier? Oh, eine Trollbombe. Oh, da oben auch.
und ich möchte alle von euch hier zerdreschen. Ich kann mich erinnern, dass es ein Achievement gibt, wenn man eine bestimmte Anzahl an denen halt besiegt. So, dann lass uns mal hier reingehen. Ach, die sind angekettet an der Wand. Ja, das sind ja eigentlich einfache Gegner. Wobei, es gibt wahrscheinlich... Was ist... Ach, Mom's Toenail. Nein, 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 nein. Lieber nicht. Ach, ja. Die Geschichte. Ach, der kann natürlich hier auch rumlaufen. Natürlich. Ach, ich kann es natürlich ganz tricky time. Ach, wobei kann ich nicht... Ja, die Dinger stehen mir hier leicht im Weg. Hätte ich natürlich besser lösen können jetzt, aber ganz ehrlich. So geht's natürlich auch in Ordnung. Ist jetzt ja kein Weltuntergang. Oh, shit. Hm, zack. Besiegen. Update läuft noch. Ach, Mensch. Fehlen auch nur noch 100 Megabyte. Ja, die sollten relativ schnell gehen, selbst in meiner Leitung. Ich habe mal nachgeschaut, falls ich das nicht schon in einem Video erzählt habe. Ich habe eine Leitung mit unfassbaren 0,7 Upload und 0,2 Download. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, was für eine unglaublich krasse Leitung ich habe. Ich bin wirklich selber ziemlich erstaunt, dass sie doch so gut ausfällt. Ich habe mir jetzt echt erwartet, dass ich schlimmeren Upload habe. Aber gut, also Download war mir eh schon bewusst. Also wirklich Download ist so ranzig. Download ist bei mir echt das Schlimmste überhaupt. Aber ich habe jetzt echt erwartet, dass ich auch noch schlechteren Upload habe, aber ganz ehrlich. Wenn das so ist und mir gefällt dieser Raum hier gerade überhaupt gar nicht. Perfekt, wenigstens diese scheiß fucking... Hä? Was hat mir denn da jetzt Schaden gemacht? Wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Gehirnen hier, die rumspringen und mir Kugeln ins Gesicht fliegen lassen. Oha, fast reingelaufen. So, zack, 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 zack. Oi, hallo, ganz ruhig, hallo, wir können auch Freunde sein. Wir können Freunde sein, ich weiß, dass du das nicht... Ach, da ist noch ein Kacklumpen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weil ich möchte die am liebsten als erst besiegen, weil... Ja, genau deswegen, ey. Dann stehe ich irgendwie an einem Raum, will dieses eine Gehirnklops da besiegen. Auf einmal kommt da so ein Kackhaufen angeflitzt, ja. Flitzekacke, so wie... Wie nennt man einen schwarzen Lamborghini? Ja, Flitzekacke, ne? Wer kennt's nicht? Oder wie nennt man einen schwarzen in einem Loch? Negativ, ne? Also, ja... Ui, da hau ich natürlich mal wieder die ganz krassen Witze raus. Update ist mal wieder fehlgeschlagen. Wer hätte es auch anders erwartet? Ich weiß nicht, wieso das gerade der Fall ist. Ich glaube, das liegt. Also, das ist gerade. Ich spiele gerade. Beziehungsweise, ich möchte wieder mit der Simpsons-App anfangen. Also, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Die Simpsons-App ist Simpsons. Die Simpsons Springfield heißt die App. Ich weiß nicht, ob es die auch für Android gibt. Ich kann es mir auf jeden Fall ziemlich gut vorstellen. Auf jeden Fall gibt es die halt für iOS und ich zocke die jetzt wieder auf meinem iPad und ich kann, es kann natürlich sein, dass es irgendwie, keine Ahnung, an der App liegt oder so, was weiß ich, aber aus irgendeinem Grund schlägt die ganze, dieses Update fehl. Ich kann es natürlich versuchen mit ein iPad neu starten, aber das mache ich jetzt ja wohl nicht im Video. Mache ich vielleicht dann gleich, wobei, nee, komm, ich lasse es jetzt einfach so durchlaufen, ja, es schlägt die ganze Zeit fehl, aber was, erneute, was? Okay, alles klar. Ne, ist in Ordnung. Was achten wir? Das macht ja nur Speed-Up. Goat, Dingsens, keine Ahnung, wie man das nennt. Macht nur Speed-Up. Das brauche ich nicht unbedingt. So, sammel das mal bitte auf. Falls ich gleich noch irgendwie ein Herz verliere oder so, dann kann ich das noch einsammeln. Oh, ganz viele Pillen. I can see forever. Meinetwegen, habe ich ja eh schon drauf. I can see forever. Balls of Steel, perfekt. Aber brauche ich eigentlich nicht. Puberty. Das ist doch mal Puberty, ne? Ja, das Puberty macht gar nichts. Das macht einfach nur, das ist einfach nur Kosmetik. Seht ihr diese Haare, die da jetzt? Also klar, ich habe noch diese goldenen Haare, aber diese. Ey, Junge! Ich habe gerade auf Wiederholen gedrückt und direkt danach sofort wieder abgestürzt, ey. Ich starte die App jetzt nochmal neu hier. Ich glaube, nur wegen diesem Neustarten-Gedöns, da dauert der Part jetzt wahrscheinlich schon eine halbe Stunde, ey. Also ihr seht diese anderen Haare, diese zwei Haare, die da oben so rausgestrillt kommen, die fast so aussehen wie Schamhaare. Das macht Puberty. Mehr macht Puberty eigentlich nicht. Also von daher, ganz ehrlich. So, ich möchte mich jetzt echt darum konzentrieren. Ich muss echt strollern. Ich muss so krass strollern, Leute. Ich muss... Ich mache jetzt hier einen Cut. Ja, ich muss echt so krass strollern, ey. Hier bin ich auch schon wieder jetzt kurz. Diese Pause musste ich mir einfach gönnen. Ich hatte echt so Druck auf der Blase. Kann ich ja gar nicht mal aushalten, du. Meine Balls. Ne, wobei Balls hat es ja nichts zu tun, mein... Mein. Wie nennt man das? Meine Blase aus Stahl. Genau, die hat jetzt nachgegeben. Und es geht los. Der Fight. Der Fight. Und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber mir schwant nichts Gutes.
Mom's Heart, da bist du ja. Oh mein Gott, ich möchte diese Laser erstmal zerstören. Okay, ganz normale Blutangriffe und du spawnst natürlich andere Laser. Ach, ich kann die da nicht angreifen, während sie in diesem Status ist. Ich kann dieses Laserteil auch nicht angreifen. Habt ihr das gesehen? Okay. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen. Ach du Scheiße, was da? Hey, was machst du denn? Alter, Hilfe! Der verfolgt mich! Ich kann die gar nicht treffen, wobei. Oh Scheiße, jetzt. Auf einen Moment zu spät hier. What the fuck, was ist das denn? Was ist denn das? Aua! Oh, die hat mich aus irgendeinem Grund nicht getroffen. Oh shit, oh shit. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, ich war zu schnell. Ja, ich hab die. Jawoll! Oh Mann! Jawoll, Mann! Jawoll, Mann! Und ich beende den Part jetzt auch. Ich geh nicht zu Sartin. Ja, danke, dass du mir noch ein blaues Herz spielst. Ich geh jetzt hier rein. Und schauen uns das an. Ja, ich denke mal, das kann ich jetzt hier überspringen. Eden, genau, wollte ich gerade sagen. Der wurde da jetzt gerade displayed. Hier, das zeigt... Guck mal, ich bin jetzt bei meinem Let's Play-File weiter als bei meinem Offline-File. Aber ich spiele ja nicht so oft offline. Oft offline, haha. Meine Stats sind ziemlich grausig, also wirklich grauenhaft. Hä? Zwei Deaths? Ich habe echt so langsam das Gefühl, das, was viele sagen, stimmt, dass irgendwie beim dritten Save-File oft die Daten einfach gelöscht werden, weil ich habe doch nicht nur zwei Devs, wir sind schon beim vierten Part und ich bin bei jedem Part bis auf den heutigen eigentlich, oder? Ja, bis auf den heutigen gestorben, das kann doch nicht sein, ey. Ich habe echt so das Gefühl, also wenn sich das nochmal resettet hier, dann spiele ich mit meinem Offline-Account weiter. Es tut mir da natürlich leid, aber so kann ich das ja wohl nicht weitermachen, ne? Und das sind auf jeden Fall die Items, die wir bisher gesammelt haben. Das ist eine kleine Auswahl. Und wir haben jetzt hier Eden freigeschaltet. Und ich glaube, ich werde den nächsten Run. Doch, ich werde, glaube ich, mit Eden spielen. Was ist denn Azazel minus ein Leben? Okay, alles klar. Ich glaube, ich werde mit Eden spielen. Der ist total random. Er bekommt eine random Frisur. Ja, das ist auch ziemlich cool. Er bekommt, ich glaube, drei waren das. Drei random Items von allen Items, die es gibt. Er bekommt random Stats. Das seht ihr da unten mit Fragezeichen. Er kriegt halt also verschiedene Damage, Schnelligkeit. Und die Tokens, die ihr da unten seht, bekommt immer. Ein Token, wenn man die Mutter halt gekillt hat, dann bekommt man einen Eden-Token. Das heißt, dieser Token, wenn ich jetzt einmal Eden spiele, dann habe ich diesen Token eingelöst und habe danach halt nicht mehr die Chance, Eden zu spielen, außer ich besiege die Mom halt nochmal. So, das war genug Erklärung jetzt für heute und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, über was für ein Thema ich sprechen soll, schreibt nochmal in die Kommentare, wie ihr zu den Flüchtlingen steht. Falls ich noch irgendwas vergessen habe, könnt ihr das dann auch noch nachtragen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Wetter heute findet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.